Hallo und herzlich willkommen an Tag 4 des RC3 2021. Zur besten Mittagszeit fangen wir ein ernstes Thema an. Ich habe zwei Aktivistinnen von Blindspots, die euch was zur Lage im bosnischen Grenzgebiet erzählen. Und ab. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Wir sind Aktivistinnen von Blindspots und werden euch heute einen Einblick über die Lebensrealität von People on the Move an der bosnisch-kroatischen Grenze geben. Zum Ablauf. Wir starten mit einem 30-minütigen Vortrag, zeigen danach einen Film Near Our Border, in dem es um Grenzgewalt geht, also hier schon mal eine Triggerwarnung. Und zum Schluss könnt ihr gerne auch Fragen zum Thema stellen, die wir im Q&A beantworten werden. Zum Vortrag, es wird keine wissenschaftliche Aufarbeitung sein, sondern mehr um Erfahrungen und Beobachtungen gehen. Dort werden wir vorwiegend eigenes Material verwenden oder die Quellen angeben. Und zum genauen Ablauf des Vortrags, der nun kommt, ist zu sagen, dass wir zunächst auf die globale Perspektive von Flucht schauen, den Blick dann auf die Balkanroute und im Speziellen auf die bosnisch-kroatische Grenze legen und dann unseren Fokus auf die Lebenssituation der People on the Move legen, um über Grenzübertritte und illegale Rückführungen, sogenannte Pushbacks, sprechen werden. Starten möchte ich nun mit der globalen Perspektive auf Flucht, also zunächst ein paar Zahlen. Weltweit sind 82,4 Millionen Menschen, betiteln sich als gezwungenermaßen Vertriebene. Und 48 Millionen sind Binnenvertriebene, 30,5 Millionen sind Geflüchtete und Asylsuchende. Davon sind 42% Kinder und Jugendliche. Und das Verhältnis zwischen weiblich und männlich gelesenen Personen ist ausgeglichen. Von den 30,5 Millionen Geflüchteten und Asylsuchenden fliehen 83% in Länder des globalen Südens und 73% in Nachbarländer. Es ist vielleicht auch ganz interessant zu sehen, in welche Länder jetzt am meisten Menschen aufnehmen und von wo die meisten Geflüchteten kommen. Und im Verhältnis zur nationalen Bevölkerung nehmen folgende Länder am meisten Menschen auf. Das ist Aruba, Libanon, Curaçao, Jordanien und die Türkei. Und aus den folgenden Ländern stammen die meisten Geflüchteten. Das ist Syrien, Venezuela, Afghanistan, der Südsudan und Myanmar. Und wirklich am meisten Menschen aufnehmen die Türkei, Kolumbien, Pakistan, Uganda und Deutschland. Hier eine Karte zur Übersicht, von wo überall die Menschen fliehen und nach Europa zu gelangen. Und hier sehen wir, dass die östliche Mittelmeerroute sich dann zur westlichen Balkanroute nach Kroatien, Slowenien, Italien und Österreich entwickelt. Und um diese Region wird es auch primär gehen. Wir haben jetzt hier eine Karte der Balkanroute und da ist zu sagen, dass 2015, 2016 die Fluchtroute über Griechenland, Mazedonien, Serbien und Ungarn, Österreich geführt hat.
Und ab 2018 durch die Grenzschließung und den Bau von Grenzzäunen in Ungarn, Slowenien und Mazedonien gab es eine starke Verschiebung der Fluchtroute über Bosnien und Herzegowina. Und das sieht man auch sehr schön an den Zahlen. 2017 waren es noch 5 bis 105 Menschen pro Monat, die in Bosnien und Herzegowina angekommen sind. 2018 stieg die Zahl enorm an auf 237 bis 5.057 Menschen pro Monat. Hier sehen wir einmal die Karte von Bosnien. Nach dem Bosnienkrieg 92 bis 95 kam es zu einem Friedensvertrag der einzelnen Volksgruppen, dem sogenannten Abkommen von Dayton. Und daraufhin etablierte sich ein hochkomplizierter Staatsaufbau, der in Bosnien so ist, dass es gewisse Teilrepubliken gibt. Da einmal die Republika Srpska, die überwiegend von bosnisch-orthodoxen Serben bewohnt wird. Dann gibt es die Föderation Bosnien-Herzegowina mit 10 Kantonen, geteilt in katholische Kroaten und muslimische Bosniaken. Und dann gibt es auch noch einmal hier das Brokodistrikt, was selbst verwaltet ist. Es gibt ein dreiköpfiges Staatspräsidium, 13 Parlamente und 130 Minister. In Bosnien-Herzegowina haben wir viele Probleme. Die Probleme sind vorwiegend hohe Arbeitslosigkeit, eine sehr schwache Wirtschaft und die Landflucht und die Massenmigration in die EU. 2016 hat Bosnien-Herzegowina einen offiziellen Antrag auf EU-Mitgliedschaft gestellt, aber noch keine Beitrittsverhandlungen geführt, einfach da die inneren Blockaden zu groß eingeschätzt werden. Um jetzt konkreter auf die Region einzugehen, um die es speziell gehen wird, hier eine Karte, wo wir Velika Kladuša sehen und Bihać im Unasana-Kanton. Velika Kladuša ist die Region oder die Stadt, das Dorf eher, in der wir aktiv sind. Und Velika Kladuša hat 45.000 Einwohnerinnen und liegt in direkter Grenznähe. Es ist Teil der Föderation Bosnien-Herzegowina und liegt in diesem wie schon benannten Unasana-Kanton. Die Bevölkerung ist mehrheitlich muslimisch und sind eher kleinbäuerliche Strukturen, in denen die Menschen leben. Es gibt leider eine hohe Arbeitslosigkeit und eine große Landflucht und Arbeitsmigration in die EU. In diesem Unasana-Kanton, da es ja direkt an der Grenze zu Kroatien liegt, gibt es auch sogenannte offizielle Camps, die geleitet werden durch das SFA, den Dienst für Ausländerangelegenheiten, in Kooperation mit IOM, der International Organization of Migration, Internationale Organisation für Migration, und dem DRC, dem Danish Refugee Council. Die EU förderte diese Camps 2018 direkt oder indirekt mit 88 Millionen Euro. Und Anfang Januar kamen nochmal 3,5 Millionen Euro dazu. Da geht es vorwiegend um Unterhaltung der Camps und Versorgung außerhalb, also auch der Versorgung außerhalb.
Die Camps sind in sehr schlechten Bedingungen und gleichen ja, Gefängnissen als gut geführten Camps. Es gibt keine sanitären Anlagen, zumindest nicht ausreichend, und auch keine ausreichende Lebensmittelversorgung. Hitze und Kälte sind die POMs ausgesetzt. Es gibt zu wenig Platz. Es ist einfach kein Schutzraum, fehlender Schutz im Allgemeinen. Und es herrscht auch ein sehr rauer Ton mit fehlender Selbstbestimmtheit der POM. Es wird beispielsweise nicht erlaubt, ohne Heiratsurkunde in Familiencamps zu gehen, oder auch gewisse Uhrzeiten müssen eingehalten werden, da müssen die Handys dann ausgemacht werden. Also es ist eine sehr, sehr strikte Atmosphäre auch in diesen Camps mit sehr wenig Selbstbestimmtheit. Im Camp Miral, was in Velika Kladuscha existiert, gibt es eine Kapazität von 700. Können 700 Menschen aufgenommen werden. Da geht es aber primär um alleinstehende Männer. Und diese Belegung variiert sehr stark. Außerhalb dieser Camps leben primär mehr Menschen als im Camp. Da schwankt die Zahl zwischen 1000 und 1500 Menschen. Die Nationalität der POM sind vorwiegend Afghanistan, Pakistan, Bangladesch, Iran, Marokko und Algerien. Nochmal zu den einzelnen Organisationen, die vor Ort auch aktiv sind, mit denen wir aber nicht kooperieren. Da wir nicht mit der Ideologie übereinstimmen, ist IOM, DRC, Save the Children, UNHCR, Rotes Kreuz und UNICEF. Es gibt allerdings auch kollektive Vereine und NGOs, mit denen wir kooperieren. Das ist einmal NNK, MVI, Rachma und das Raj-Kollektiv. NNK ist No Name Kitchen, MVI ist Medical Volunteers International, und Rachma ist eine bosnische Organisation. Und wir haben uns da vor Ort organisiert, und die einzelnen Organisationen übernehmen verschiedene Aufgabenbereiche, wie beispielsweise jetzt MVI die medizinische Versorgung. NNK eher Non-Food Items, und wir dann haben uns dem Thema Wärme angenommen, verteilen Feuerholz und installieren Öfen. Kommen wir nun zu dem Begriff Squats. Das ist eine Bezeichnung für besetzte Orte durch People on the Move. Das sind meistens verlassene Orte des Bosnienkrieges, Häuser, Fabrikgebäude, selbstgebaute Zelte oder Ruinen. Dort leben zwischen 2 bis 40 Menschen pro Squad. Das variiert nach Saison sehr stark. Es gibt etwa 80 Squads in der Region Velika Kladuscha. Diese Squads haben keinen Strom, keine sanitären Anlagen, wenn wir nicht welche eingebaut haben, keinen direkten Zugang zu sauberem Trinkwasser und eine sehr mangelhafte Versorgung durch IOM. Es kommt auch regelmäßig zu den Räumungen der Squads durch das SFA, Dienst für Ausländerangelegenheiten, die lokale Polizei, die Grenzpolizei in Kooperation mit IOM. Bei diesen Räumungen kommt es dazu, dass die Menschen unfreiwillig in Camps gebracht werden, diese sogenannten offiziellen Camps, die aber meistens eher im Landesinnere liegen. Und die POM bevorzugen natürlich Camps oder Squads, die in Grenznähe liegen, um den Grenzübertritt häufiger machen zu können.
Die Personen werden dann, also die POMs, POM werden dann nach Sanders Innere in die Camps gebracht, gegen deren Willen, und oft werden auch die Habseligkeiten, also Zelte, Schlafsäcke, Lebensmittel bei diesen Räumungen zerstört. Und es macht aber im Endeffekt sehr wenig Sinn, weil die Menschen am nächsten Tag meistens schon wieder losgehen in Richtung Grenznähe und es einfach sehr viel Energie und Geld kostet, diese Räumungen durchzuführen, die im Endeffekt aber nicht wirklich zu etwas führen. Hier nochmal ein paar Bilder, wie so ein Squad aussieht oder wie die einzelnen Squads aussehen. Das ist halt wie ganz, ganz verschieden. Hier nochmal im Wald, so eine alte Ruine. Hier sehen wir auch diese starke Belastung wirklich dann von Müll, den die POM ausgesetzt sind. Natürlich auch wahnsinnig unhygienisch. Hier noch ein It's hard to live here. It's Interview not like our daily life like before, but it's harder than that. Yes. The reason that we live here is the border is closed. We can go to border because near here, and if we live in the camps, a little far. If we live in the camp, the foods, the situation, the rooms are not good. The toilets, the rooms. I think this house that we are living in the jungle is better than the camp. Yes. They don't give us the date for interview. We have to wait for 4 years or 3 years. And we think it's better to go to our destination country. Family that they live here, and we don't have any relationship with each other together. And I live with my family, my mother, my sister, and my brother. We cook outside, and then we have the toilet behind this building. There's here. Four rooms that the people that are here, they live here, there. And in one room, two or three family lives in one room. And they cook outside, they bring water from another homes, Muslim homes. The river is near here, and at the day we go to swim, and we wash our clothes in the river and then come back and we cook after that. At night we cut some wood to make fire. Far from another house, Muslim house. It's inside the jungle, and we live here. It's not safer, but we are forced to live here.
Es war nochmal ein Einblick von einem Geflüchteten, der über seine Lebensrealität uns hat teilhaben lassen an dieser, an seiner Lebensrealität. Und Yes, I am very bad. How much people here? How many? hier nochmal ein paar zwei Interviews, die auch nochmal einen Einblick geben. Yes, I am last day contact. How much people here? How many here new? How much you first Pakistan, Bangladesh? How much all registered after tomorrow? Please come in. Food, no everything, clothes, no shoes, no bag, all everything, no. No food, maybe 10% food, 10% people food, 90% no people food. Maybe food no good, maybe very bad food is. Hier auch nochmal über die Situation in den Camps, wie schlecht die Lebensmittelversorgung da auch wirklich ist für die Menschen. Kommen wir jetzt zu dem Begriff The Game. Das ist eine Bezeichnung für den Versuch, die bosnisch-kroatische Grenze zu überqueren und einen Asylantrag in der EU zu stellen. Im Jahre 2020 wurden insgesamt in Kroatien nur 1655 Asylanträge gestellt, weil diese systematisch verhindert werden. Auf dem Game lauern natürlich einige Gefahren, wenn man diesen langen Marsch durch die Wälder geht. Und es sind vor allen Dingen noch Landminen in den Wäldern durch den Krieg. Es ist ein sehr hohes, also es ist auch ein hohes Gebirge. Es gibt viele Wildtiere und es sind halt wirklich 100 Kilometer durch den Wald. Es müssen Flüsse überquert werden, die Una und die Glina. Und es kommt auch immer wieder zu Todesfällen, weil POM auch nicht schwimmen können. Außerdem kommt es zu dem Problem der unsolidarischen kroatischen Bevölkerung. Und deswegen können keine Straßen begangen werden. Es muss halt wirklich sehr versteckt durch den Wald geschehen, dieser Grenzübertritt. Allerdings ist das nicht die Hauptgefahr, sondern die Hauptgefahr geht eigentlich von der kroatischen Polizei aus, die mit Hubschraubern, Drohnen, Infrarotkameras und Handyortungen arbeitet. Und da auch ganz spannend zu sehen, dass die EU 2021 34 Lieferwagen, 28 Geländewagen, Spezialuniformen im Wert von 1,5 Millionen Euro an die bosnische Grenzpolizei und die SIPA, an die staatliche Ermittlungs- und Schutzbehörde, gegeben hat, so Zitat, um die Bemühungen der Grenzpolizei von Bosnien und Herzegowina bei ihren täglichen Einsätzen angesichts der zunehmenden Präsenz von Migranten im Land zu unterstützen. Vielleicht ein ganz interessanter Einblick in die Finanzierung der Grenzpolizei. Wenn wir von Full Jungle sprechen, heißt das ein Game zu Fuß. Das Stay Game oder Waiting Game ist ein Überwinden der Grenze und dann versuchen, Asyl zu beantragen, um dort in die Camps zu kommen. Ersteres wird meist von Single Men, aber auch von Familien durchgeführt. Und zweiteres, das Stay Game oder Waiting Game wird vermehrt durch Familien durchgeführt. Hier im Comic sieht man auch noch mal die einzelnen Schritte des Games dargestellt. Und
sehen auch, dass es halt ganz oft scheitert und man oder die Menschen ganz oft wieder zurückgebracht werden. Und das führt mich zu dem nächsten, das sind Pushbacks, das ist die Bezeichnung für die systematisch gewaltsame illegale Rückführung der People on the Move durch die Polizei. Und da sehen wir einmal die Gewalteinwirkung auf das wichtigste Instrument der Menschen. Das Handy ist einfach sehr wichtig zum Navigieren, um in Kontakt zu bleiben. Und da nochmal Bilder von der Gewalteinwirkung. Das Border Violence Monitoring Network dokumentiert diese Pushbacks und veröffentlicht monatliche und jährliche Berichte. 2020 enthielten 87% der Pushbacks durch kroatische Polizei ein oder mehrere Formen von Gewalt, Missbrauch oder Folter, wovon bei 39% der Fälle Kinder und Jugendliche mit anwesend waren. Die Formen der Gewalt sind systematische Schläge, Bisse durch Polizeihunde, Essensreste, die in Wunden gerieben werden, Menschen, die gezwungen werden, sich zu entkleiden und ihre eigene Kleidung anzuzünden, die Abnahme aller Wertgegenstände und der sexuelle Missbrauch. Hier sind diese nochmal aufgelistet, wie oft das wirklich auch zutrifft. Und hier noch zwei Zitate von People on the Move, wo ich die deutsche Version vorlesen werde. Sie schlugen mehrmals mit den Pistolenkolben auf meinen Kopf ein, obwohl ich 3 oder 4 offene Wunden am Kopf hatte, aus denen ich blutete, schlugen sie weiter auf mich ein. Selbst als sie das Blut sahen, ich möchte nicht, dass jemand anderes das durchmacht, was ich durchgemacht habe. Die Offiziere befahlen uns, eine Reihe zu bilden. Wir saßen auf den Knien auf dem Boden. Die Polizei steckte alle unsere Telefone, Geld, Powerbanks und Lebensmittel, die sie fanden, in einen großen Müllsack. Danach wurden wir mit Eisenstangen verprügelt. Das Schlimmste ist, dass es dann nicht vorbei war. Dieses Team von Polizisten nahm uns auch unsere Kleidung weg, damit uns kalt wurde. Das war Folter. Deutschland, Frankreich sagt, sie brauchen keine Flüchtlinge und die Europäische Union will keine Flüchtlinge. Deshalb werde ich dich schlagen. Geh zurück, Motherfucker. Hier gibt es auch eine sehr interessante Spiegel-SFR-Dokumentation zum näheren Nachschauen. Und es gibt auch einen öffentlich dokumentierten Pushback, wo 2 nigerianische Studierende 2019 an einer WM der internationalen Universitäten im Tischtennis in Kroatien teilnahmen und dann von der kroatischen Polizei in Zagreb aufgegriffen wurden und unter Gewaltanwendung nach Bosnien gepushbackt wurden. Sie kamen zunächst ins Camp Miral in Velika Kladuša und dann nach Sarajevo. Als nachgefragt wurde, dementierten die Polizei und das Innenministerium jegliches Fehlverhalten und verstrickten sich aber dann auch in Falschaussagen. Es lauert vor allen Dingen auch eine Gefahr der sogenannten Ketten-Pushbacks, was teilweise von Italien über Slowenien dann nach Kroatien und Bosnien geschieht.
was häufig auch unter Vortäuschung der Menschen, also den Menschen wird vorgetäuscht, in italienische Geflüchtetencamps gebracht zu werden und dann halt in einem Bus wieder komplett zurückgeschickt werden. Es gab dazu auch ein Urteil im Januar 2021, wo man sich auf die Zeugenaussagen der Datenbank vom BVMN stützte. Da stellte man die Unrechtmäßigkeit von diesen Kettenpushbacks fest und erließ dort sofortige Einreise und vollständige und mäßigen Zugang zu Asylverfahren oder dem Asylsystem zu. Seitdem gibt es auch weniger Kettenpushbacks aus Italien, aber einen härteren Grenzschutz. Und hier sehen wir dann nochmal diesen Kettenpushback auf der Karte. Hier bei dem Schild in dem Laden Migrants are forbidden to enter sehen wir auch klare Aussagen aus der Lokalbevölkerung, die zunächst große Solidarität 2018, 2019 wich dann auch einer Frustration auch über die fehlenden politischen Maßnahmen und vor allen Dingen die Veruntreuung von einem enorm großer Summe an EU-Geldern. Diese Gelder versickern im Staat und dazu kommt es natürlich, dann kommt es auch zu einer Unterversorgung der POM, die dann auch wieder kriminelle Handlungen provoziert. Außerdem kam es zu einem großen Rechtsruck auch der Lokalbevölkerung. Es gab Demonstrationen vor Camps. Auch Gewalt der Lokalbevölkerung gegenüber POMs, die nicht bestraft wurden. Es ist verboten, dass POM in den öffentlichen Verkehrsmitteln mitfahren, dann auch, dass sie Supermärkte benutzen können und außerdem die systematische Kriminalisierung von lokalen und internationalen Supportstrukturen, die mit Bußgeld oder Verweis des Landes geahndet werden. Deswegen wird dieser Support der Lokalbevölkerung heute auch eher versteckt. Nach außen hin so diese ablehnende Haltung, aber nach hinten heraus eigentlich oft auch noch supported wird, aber eher im Geheimen. Nun kommen wir zum Arbeitsbereich von Blindspots und zunächst einmal zu unserer Organisation. Wir sind ein gemeinnütziger, ehrenamtlicher Verein und er entstand 2020 aus dem kulturschaffenden Sektor in Leipzig und Berlin und möchte direkt solidarischen Support leisten und die zivilgesellschaftlichen Strukturen vor Ort stärken. Außerdem eine höhere öffentliche Aufmerksamkeit auf die Orte und auf die humanitären politischen Krisen schaffen. Hier ein paar Bilder unserer Arbeit, wie wir vor Ort agieren. Wir haben uns auf die infrastrukturelle Versorgung konzentriert und auf das Verteilen von Feuerholz. Außerdem machen wir verschiedenste kleine Baumaßnahmen und installieren Toiletten und Duschen. Wir haben uns außerdem der Versorgung von sauberem Trinkwasser angenommen, der Entsorgung von dem Müll in der Kooperation mit der Lokalbevölkerung
Und mit dem Stören von Essenspaketen, sogenannte Notfall-Foodbags in der Grenznähe, wie wir einige Pushbackte Menschen ausgeben. Außerdem machen wir Rechtsinformationen in Kooperation mit der Refugee Law Clinic, Öffentlichkeitsarbeit, um auf die Situation aufmerksam zu machen, wie zum Beispiel jetzt der Vortrag hier. Und wollen gerne, dass die Geschichten der POM eine größere Bühne bekommen. Deswegen haben wir auch einen Blog eingerichtet, berichten bei Facebook, Instagram und auf unserer Website darüber und bespielen auch Soundcloud und Spotify mit unserem Podcast. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es geht nun weiter mit dem Film Near Our Border, die Grenznähe. Brother, you police call. Police call. Don't worry, police. Medic, doctor, ambulance come. No ambulance. Walla, I go. We know Paul, please. I go, Walla. I go. Okay. Ali ovaj problem su migranti koji od najviše od ponoći pa do ujutru kreću kao neka vojska, a ne znate koja je, šta je, mrak je. Tako, nema te neke slobode kretanja i... Udaljeni možda jednu kilometar i 200-300 metara od granice, najbližeg dijela granice, a vidno polje nam je dobro, tako da vidimo i dva i tri, vidimo na granici sve što se dešava. Čak sa dvogledom vidimo i ono što ne bi bilo dobro da vidimo, ali vidimo, eto. Malo mi iza kuće, malo sa svake strane, pa vidimo nekad gde i postroje, vidimo gde je tuču, maltretiraju. Tražio sam mir, pa i relativno imam mir. I to je to. This is my group. There is Abif and she is Atifa. He's my brother and she is Nazanin. And my wife and my kids. And his wife, my brother. We were in the Burici camp and we once came to border, we take two cars. We were two family, 8 persons, and we cannot together sit in the one car. They are in the one taxi, and we were in the one taxi, and they going to in the border, and they can go to Croatia, and they can take a stay, and we were here. And we cannot go in and get in contact with my family. Mama,
دوتا بچه کوچیک مام جای پدر خواهی که ده سال چه یک سه سال چه او سه ساله خیلی اذیت میکنه گریه میکنه پدر شو را دست پشت رو کده و یک سر می آیا گیم دواره بر میگرده کلم پشت داغون شده چسب زده پشت دیگه خدا خود چکو میکنه که دواره برگردیم مثل قبلا یک جایشیم تو تو تری تری فور فور بای او بچه همم که اونجا اکثر گریه میکنه که مامان تو دعا که از تای دل دعا نمی کنی بچه ما با هم دیگه نمیرسیم اگه تو از تای دل دعا میکنی چرا ما پیش هم دیگه نمیر خود مامان شب دعا میکنم گریه میکنم و خدا کی باشه که مامان خورد لذیک ببینم کی باشه بغل خوکنم مامان خور یک عروسه که داخل خانی منم شب خواه عروسه که میخوابم شب خواه عروسه که صوب میکنم به جای نازنین بغل خو میکنم عروسه که میبرم مامان عروسه که میشورو لباس های چه میشورو دلم خیلی تنگ شده بالا پر vidimo i maltretiranje i postrojavanje neko i vraćanje i vidimo ozlijeđene ljude kad dođu traže pomoć, traže doktora, traže policiju, traže da bilo koga, niko ne dolazi sa naše strane, niko. Ja sam zvao policiju, više navrata, ljudi dođu, padnu, ne mogu ići više. Noge izudarane, rane na nogama. Ja bi vozio, ne smijem. Ali kad idu ovi sami muški, da onda bude ti fizički napadaj, da oduzimaju novac, telefone razbijaju, pokazivali su nam telefone koji su uništeni. Novac im uzmu sav. Tako da su ljudi, kad dođu ovde, oni bi zvali taksi, nima novca. Znači, niko ne dolazi, istučeni, prisiljeni su da pješce idu, recimo za Kladušu, 25 km recimo. Before I go full, I go there with my mother, also with my brother, every my family. 8 days we are in jungle, 3 days I stay in one room, it's so much raining. I don't have any water to drink. I put some plastic down and when raining is come, I drink raining water. They catch we here. They catch we here. They say we in the way. Give me all your family. Give me phone and money and everything. Like knife, like gun. No, what do you say? Well, we don't have knife. We don't have gun. Only we have little money and phone. If you want, yeah. After that, police say you have to go to Bosnia. Your father, after 25 minutes, they come. They clap my mother.
They beat us with baton, with stick. This is my body. They beaten. This is my body. They say me, I want drop your back cross. Look, one person like this. He do me beat like this and one person like this. 20 minutes, they beating me. 20 minutes. They beating. Now going up in the mountain. Show you for the one action, for the one place we are going to migrant in one cave. This is very close for the route where every day somebody going up. Every day you can find some tracks or something, so garbage or something like that. This is place where I find the rescue 30 people. 30 migrants going in cave. This happened here. Migrants walking up for the streets, and then coming police on another side. Migrants will escape or will run for the police when be night, and they are running out, and then running for this side here, for this road. They driving here on everybody going down. You have in this area, you have two or three pathways minefield on probably animals. It is not so dangerous, these animals here. What is problem for the migrant? Their choice route when it's not safe. Like this cave, like a mountain in where have snow, stones or like that. And they're not using good equipment to going in this mountain. When you cross to top, when you go to another side, you've been in Croatia. 3 kilometers to top, then you cross. In this position, because probably 1.5 kilometer, 150 kilometer, you've been in Croatia. That is big point to here, to come this migrant, to make a camp here, very close for the Croatia, and very quickly going to another country. So. It's not so hard part for Bosnia, hard part for the migrants when coming in Croatia to going to Slovenia, because more police, more drones, more camera, more everything. When they catch you, they immediately go back you, push back you to Bosnia. Helikopter je po danu, najviše po danu. Ali dronovi su i naveče više puta, čujemo ga. On se ne može ni vidjeti. Ako je 30 metara po noći, ne vidi ga, ali čuje. Po našim saznanjima, one imaju negde gore na brdu, ima repetitor, ne znam da li vidite antenu veliku. I oni imaju neki termalni preglednik koji toplotno, sve jedno toplotno biće registruju u pokretu. Zbog toga ne može se ni preći. Ako neko nadgleda, nema teoretske šanse da se tu pređe. Vjerovatno, ako ko pređe, svaka mu čast. To je jako tužna priča.
za mene. Ja, mi smo nama tu došle, nije bilo nešto sređeno kuće. Ja sam joj dala svoj krevet da spava. Ja sam čitu noć jedla. Ona je došla sva krva, sestrgana robe sa nje, ona je držala. Imala je neku maramu, ona je bila zavijena. A to je se držala u ruci. Ja je odvedem, okupam i dam joj drugu maramu u drobu i spavala je kod nas. Žena mi je plakala i pričala kako se je mučila gore. Bilo mi je jako žao. Pa ne bi ja baš vređao se na osnovu nacije, na osnovu muslimanske. Da, ne bi se ovo. I'm a doctor who came to Bosnia 2 months ago. I have to absolutely avoid any police contact. It is illegal that I provide medical care. Once they approach the police, they are often stripped naked, then being forced back to walk barefoot. Often single men have been beaten by the Croatian police over the left thorax, the right shoulder, on the head. I've seen several face fractures, base skull fracture. Almost nobody has tooth anymore. They're very good at smashing our teeth. And then towards the women, it's often hitting and kicking into the stomach area. I've even seen internal bleeding. They use tear gas. The youngest person I've seen who was tear gassed was a 4-month-old baby. Then the sexual violence. One woman was taken away from her family by two policemen, stripped naked and searched. There's absolute torture. One case that was really sticking out was a very young, small guy. He was 22 years old from Pakistan, and it was his first pushback. He was not from around here. He made it almost to Zagreb, I think. Was caught by Croatian police, and they pulled him into the back of a van, stripped him naked, took away his phone, money, the usual. And then he had to stand there naked, stretch out his arms, and it was 16 policemen who, one after the other, with their guns, and hit him all after each other into the left rib, which was, I think there was 2 broken ribs. Yeah, he was so traumatized. Yesterday we went go game, and then we go into Croatia, and then police catch. They were, I don't know, six commando or 5 commando, but they say we go in the one line, and they say me, okay, what do you have? We say nothing. You have a knife? No. You have gun? No. You have phone? No. You have money? We say no. They beat with the wood from forest, with the wood strong in my legs. And this is my legs. Can I show for you? This is my legs. Mislim da oni imaju kamere tu na svim tim prelazima, međutim, oni ne pokušavaju preći tu putom. Oni pokušavaju preći uvijek na drugom mjestu, zato što pričao sam sa momcima, tim migrantima koji su možda 8 i više puta pokušali. Znači, oni pokušavaju i na više lokacija, pa, Bože, daj.
neki put možda uspiju. Najžalostnije kad dođe do Italije pa ga vrate. No, onda je to. Imam osjećaj kao da je ta Bosna neka šumska zemlja, pa u nju svako baciva kao smeće da baci, recimo. Every day we go to game. They beat, they took money, they took phones and everything. We go. This is my life. Kost, aufwendig gemacht. Dankeschön. Wir haben jetzt hier quasi live im Studio zwei Aktivistinnen, die gerne noch etwas erzählen wollen. Vorab noch die Q&A, die Fragerunde. Es gab keine direkten Fragen. Wir haben allerdings mehrere Kommentare gekriegt von Leuten, die einfach ihr Herz ausschütten mussten, wie unfassbar hart die ganze Nummer finden. Und so schwer das auch zu schlucken ist, so gut, dass es gezeigt wurde, dass es dokumentiert ist. Und dass das eigentlich weiter unter dem Teppich gekehrt bleibt. Deswegen auch in eure Richtung und in die Richtung von allen, die daran beteiligt sind. Dankeschön. So, ich würde jetzt an euch übergeben. Ja, danke dir. Ich fange mal an. Mein Name ist Lina. Ich bin Mitglied bei Blindspots. Genau, und war dieses Jahr auch im bosnisch-kroatischen Grenzgebiet in Velika Kladuša, war so das Frühjahr und den Sommer über da und genau, werde auch jetzt im Frühjahr wieder hinfahren. Genau, ansonsten im deutschen Teil mache ich viel so Netzwerk- und Kooperationssachen. Genau, bin unter anderem für so Workshops und Veranstaltungen zuständig. Und dann gebe ich weiter an Anella. Ja, ich wollte mich auch kurz vorstellen. Wir freuen uns natürlich total, hier heute sprechen zu können, damit wir eine größere Aufmerksamkeit auf das Thema haben. Und ich bin bei Blindspots im Vorstand und mache das Viewing bei uns. Genau, und wir dachten, vielleicht kommen ja noch ein paar Fragen rein, aber bis dahin wollten wir euch noch ein bisschen von so unserer aktuellen Arbeit erzählen. Wie ihr gesehen habt in dem Vortrag, aber auch in dem Film, leben die meisten People on the Move außerhalb von offiziellen Camp-Strukturen. Zum einen, weil die Camps oder viele Camps oft im Landesinneren sind, aber auch, weil die Versorgungsstruktur innerhalb der Camps nicht besonders gut ist. Deswegen leben die meisten Menschen in sogenannten Squads. Auch davon habt ihr jetzt hier viele Bilder gesehen. Also das sind abgebrannte Häuser, leerstehende Ruinen, Fabriken oder auch selbstgebaute Zelte. Und in Bosnien kann es im Winter ziemlich kalt werden. Also jetzt gerade ist auch schon erster Schnee gefallen. Es kann bis zu minus 20 Grad werden. Und deswegen haben wir uns entschieden, vor allen Dingen infrastrukturelle Arbeit zu machen. Und gerade im Winter versuchen wir, die Squads besser zu isolieren, kleine bauliche Maßnahmen vorzunehmen, aber vor allen Dingen auch Öfen zu installieren und Brennholz auszuliefern. Genau, so können die Menschen ihre Unterkünfte beheizen, für sich selber kochen. Und damit Teil, genau, sind wir irgendwie Teil von der Versorgungsstruktur, aber unterstützen die Menschen natürlich irgendwie auch in ihrer Entscheidung, eigene Bewegungsfreiheit zu haben und sich nicht unbedingt den staatlichen Camps anzupassen.
Vielleicht auch, was viele Menschen nicht so auf dem Schirm haben, warum die Auslieferung von Brennholz so wichtig ist. Es gibt super viel Wald. Man könnte natürlich auch Holz aus dem Wald nehmen, aber es gibt zum einen viele Konflikte, weil viele Wälder privatisiert sind. Wenn tausende Menschen sich selber Holz aus den Wäldern holen, dann gibt es natürlich Konflikte mit der Lokalbevölkerung. Aber auch, weil es in Bosnien, wie Janella auch im Vortrag gesagt hat, immer noch super viele Landminen gibt aus dem Bosnienkrieg, die nicht alle gekennzeichnet sind. Da ist es auch gefährlich, allein in die Wälder zu gehen. Deswegen, auch aus diesen Gründen, ist die Auslieferung von Brennholz wichtig für Menschen auf der Flucht. Aber wir wollen eben nicht nur humanitäre Hilfe leisten, sondern auch politischen Druck erzeugen und versuchen deswegen auch viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Vielleicht mag Anella dazu noch ein bisschen was erzählen. Ich war jetzt im November nochmal da, und da hat man auch einen starken Switch der Menschen, die da sind, halt beobachten können. Da waren primär eigentlich Familien jetzt aus Afghanistan vor Ort und suchen dort Schutz und versuchen in die EU zu gelangen. Und sehr viele, wir nennen sie so Single Men, sind eher in eine andere Region abgedriftet. Und darüber berichten wir halt auch in unseren Social Media, in unserem Podcast-Format und haben dort als aktuelle Folge aber auch noch ein anderes Thema, und zwar, wie es für die Menschen ist, wenn sie in Deutschland auch ankommen. Das hört nämlich dann halt auch nicht auf mit dem Rassismus, leider. Und das ist jetzt wirklich sehr aktuell heute gepostet, also könnt ihr auch gerne reinhören, wenn euch das noch interessiert. Genau. Ansonsten findet ihr auch auf unserer Webseite, könnt ihr euch für Newsletter eintragen. Also, weil ihr nicht auf Social Media Kanälen unterwegs seid, könnt ihr auch einmal im Monat eine Newsletter von uns bekommen. Und vielleicht auch eben nochmal zu dem Film, den wir gerade gesehen haben. Der ist von Martina Troxler und Pina Mickelbrink entstanden, die auch Teil der Blindspots Crew sind. Und der ist Anfang des Jahres entstanden, also im Januar, Februar 2021. Und die Lebensumstände haben sich seitdem aber nicht viel verändert. Anella war sozusagen zuletzt von uns beiden da, und ich glaube, man könnte nicht sagen, ob der jetzt im Dezember diesen Jahres entstanden ist oder im Januar, Februar, da ist wenig Unterschied zu sehen. Oh, jetzt bin ich auch wieder on. Ja, vielen Dank euch beiden. Zu guter Letzt, eine Frage ist doch noch reingekommen. Ihr habt sie eben schon halb beantwortet, indem ihr die Namen der Filmemacherinnen genannt habt. Wie heißt die eben gezeigte Doku? Die Doku heißt Near Our Border und wurde bisher nur in Screenings gezeigt, also wurde noch nicht offiziell veröffentlicht. Ist also noch nicht zu finden. Genau, ist noch nicht zu finden. Aber wenn ihr Interesse habt, den Film nochmal zu sehen, dann schreibt uns einfach. Auf unserer Website findet ihr unsere E-Mail-Adresse. Near Our Borders. Großartig. Dankeschön euch beiden und dem gesamten Team, das hinter der ganzen Arbeit steckt. Macht weiter. Ich wollte noch was teilen, genau, ganz zum Schluss. Ich teile mal einmal meinen Bildschirm. Es ist ein privater Aufruf, aber wir dachten, dass vielleicht der CCC so der richtige Ort ist. Und zwar nach Powerbanks und Smartphones, gerne gebrauchte Geräte, wenn ihr davon viel zu Hause rumliegen habt. Powerbanks, Smartphones, Aufladekabel und Ladeadapter, dann seht ihr hier eine E-Mail-Adresse, an die ihr schreiben könnt. Vielleicht ist es vielen von euch klar, aber Smartphones und Powerbanks sind überlebenswichtig für Menschen auf der Flucht, zur Navigation, zur Kommunikation, auch als Übersetzungstool. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für die Menschen. Und wenn ihr Geräte habt, dann meldet euch gerne bei careforrepairadvisor.net. Und dann bekommt ihr weitere Infos, wo ihr die Geräte hinbringen könnt. Das wäre super. Okay, danke schön. Es ist tatsächlich noch eine Frage reingekommen. Wenn die Pushbacks illegal sind, warum kann man sowas dann nicht verhindern?
Genau, also Pushbacks sind illegal, aber sie sind gewollt. Also sie sind politisch und strategisch von der EU gewollt. Man kann sagen, Kroatien steckt zum Teil in einer Pattsituation. Sie sind noch nicht Teil des Schengen-Raums und wollen das unbedingt werden. Und die Bedingung dafür ist, die Außengrenzen zu schützen. Und genau, die EU toleriert weiterhin, dass das unter menschenunwürdigen und illegalen Verhältnissen passiert. Es gibt so viele Beweise dafür, für diese illegalen Pushbacks und mehr als politische Ansprachen, dass man sich doch jetzt mal dringend darum kümmern muss oder dass einzelne irgendwie Grenzpolizisten gekündigt werden. Mehr als das passiert nicht. Also ganz klar politisch gewollt. Dankeschön. Und zu guter Letzt, wie heißt die Adresse eurer Homepage, wurde gefragt. Blindspots.support. Blindspots.support. Super. Dann danke ich euch, dem gesamten Team, und kommt gesund ins neue Jahr. Danke euch. Dankeschön. Everything is licensed under a CC by 4.0 and it is all for the community. To download for everybody.